Hallo, Paraguay Live, liebe Grüße aus Warschau, immer noch aus Warschau. Und heute sprechen wir über Firmengründung. Das heißt also genauer genommen, wo man Firmen gründen sollte und wie man die Firmen gründen sollte, aber vor allem natürlich wo. Und falls euch das interessiert, bleibt einfach dran, da sehr, sehr viele Fragen diesbezüglich uns persönlich auch mich erreichen. Also, wovon lebt ihr? Habt ihr eine Firma? Und wie funktioniert das Ganze? Und dazu komme ich gleich, okay? Bis dann. Also, wie gesagt, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste ist natürlich, dass ihr die Firma direkt in Paraguay gründet. Dazu spricht natürlich auch die Lage, da wir, wie gesagt, schon seit 16 Jahren wohnen und ihr womöglich da auch dahin auswandern wollt, ist natürlich auch die beste Möglichkeit, die Firma direkt in Paraguay zu gründen, also in Südamerika. Dazu braucht ihr im Prinzip nur in die Stadtverwaltung zu gehen, die Firma anzumelden und die Sache hat sich erledigt. So easy geht das. Wenn es natürlich um Online-Firmen geht, also ich spreche jetzt über ein Online-Business bzw. ein Online-Geschäft. Da interessiert also wirklich kaum jemand, ob ihr in der IT-Branche tätig seid oder wo ihr verkauft, auf Amazon oder auf eBay oder auf anderen Plattformen. Das ist sozusagen noch Zukunft in Paraguay. Und ich denke, dass es eine sehr gute Zukunft ist. Und vor allem, man kann es von zu Hause aus machen mit einem Computer. Also wie gesagt, nochmal im Kopf zu haben, 10%, also 10% Mehrwertsteuer. Nicht wie in Deutschland 19 und nicht wie in Polen zum Beispiel 23%. Direkt nur die Mehrwertsteuer. Ich rede doch nicht mal von der Einkommensteuer, Gewerbesteuer. Und was es alles noch dazu gibt, da wisst ihr sicherlich am besten, falls ihr Firmen habt. Also, wie gesagt, das ist die erste Möglichkeit, einfach in Paraguay schnell die Firma gründen. Das kann man genauso, sage ich mal, eine Einzelfirma gründen, ganz einfach, wie auch eine GmbH. Also ähnlich wie in Deutschland. Okay, wir kommen gleich zu der zweiten Möglichkeit. Bleibt doch dran. So, die zweite Möglichkeit ist Polen. Also, die Vorteile liegen auch auf der Hand. Da ich jetzt in Polen bin, habe ich mir natürlich auch schon überlegt, ob man hier auch eine Firma gründen sollte. Und das habe ich also getan, mittlerweile schon im letzten Jahr, also 2017. Wo sehe ich persönlich die Vorteile? Gut, es sind wie bei jeder Lösung natürlich Vor- und Nachteile. Also, der erste Vorteil natürlich, der auf der Hand liegt, ist Europäische Union. Ja, Polen gehört natürlich zur Europäischen Union. Also da habt ihr also sämtliche Vorteile eines Staates, was in EU gehört oder zu EU gehört. Die zweite Sache, die erwähnenswert ist, also falls ihr eine GmbH gründet, braucht ihr also keine 25.000 Euro als Stammkapital, sondern lediglich 5.000 Zloty, was ungefähr jetzt bei hiesigem Kurs ungefähr 1 Zloty liegt bei 4, 1 Euro liegt bei 4 Zloty 30 ungefähr, das sind also knapp über 1.000 Euro. Ja, habt ihr richtig gehört. Also anstatt 25.000 Euro Stammkapital für eine GmbH braucht ihr in Polen lediglich knapp über 1.000 Euro. Also da ist ein Riesenunterschied. Gut, an Steuer sicherlich spart man nicht so ganz viel, aber Steuer im ersten, zweiten Jahr, denke ich, dürfte für euch also gar kein Thema sein. Für mich übrigens ja auch nicht. Was natürlich schlecht oder schlechter ist natürlich die Mehrwertsteuer, die in Polen bei 23% liegt und nicht wie in Deutschland bei 19%.
Also da müsst ihr euch im Prinzip ein paar Gedanken darüber machen, lohnt es sich nicht. Falls ihr Hilfe braucht, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Nochmal ganz kurz zum Schluss. Wichtig ist, dass praktisch ihr braucht also nicht die polnische Kenntnisse, also die Sprache ist nicht gerade einfach, sondern es reicht also Englisch. Also viele junge Leute sprechen also ganz gutes Englisch. Also ich denke, dass es mittlerweile also gar kein Problem ist, in Polen sich auf Englisch zu verständigen. Sorry. Na, Deutsch ist vielleicht nicht so populär, aber trotzdem sprechen auch sehr viele Leute Deutsch. Also müsst ihr einfach mal euch überlegen, lohnt es sich nicht. Dazu muss man natürlich noch sagen, dass die Steuervorteile, also sage ich mal, die Kosten grundsätzlich viel niedriger sind. Ja, also es gibt viele deutsche Firmen, sei es Lidl, sei es Aldi, ja, Kaufland und so weiter, nicht zu reden von Deutsche Bank, Raiffeisen Bank und so weiter, also kann ich jetzt, sage ich mal, sehr, sehr viele Firmen erwähnen, die schon in Polen tätig sind, aber auch kleinere Firmen. Also da wäre sicherlich auch eine Idee für euch, es in Polen zu versuchen. Falls ihr Hilfe braucht, beziehungsweise gute Tipps, ich bin gebürtiger Pole, bin hier in Polen fast jedes Jahr, also von daher lässt sich sicherlich da was machen, was zum Beispiel eine Steuerberatung angeht, ist auf jeden Fall viel preiswerter als in Deutschland. Also falls ihr eine gute Idee habt im Bereich Online, zum Beispiel Business, und wollt eine Firma gründen in Polen, gar kein Problem, sicherlich kann man auch weiterhelfen, in Paraguay als auch in Polen. Ich habe auch noch von anderen Ländern gehört, Bulgarien zum Beispiel ist auch sicherlich kein schlechtes Land, was die Firma angeht, beziehungsweise die Firmengründung. Was wichtig ist, komme ich noch gleich dazu. So, wichtig für mich ganz zum Schluss, ich hoffe immer, dass ich euch etwas helfen konnte, was die Firmengründung angeht, aber vor allem möchte ich von euch wissen, ja, von euch wie immer. Eure Hilfe ist ja gefragt. Schreibt gerne in den Kommentaren, worauf legt ihr den größten Wert bei einer Firmengründung? Habt ihr eine gute Idee? Wo könnte man eine Firma gründen? Vielleicht ist es hilfreich für mich, aber vor allem für alle YouTuber, die praktisch an dem Kanal gerne teilnehmen und mir mit Fragen als auch mit Antworten helfen. Also bitte eure Kommentare, eure Antworten unten unter dem Video, immer Likes und bis zum nächsten Video. Und nicht vergessen bitte, das Video teilen auch an andere. Sicherlich wollen sie auch etwas Neues erfahren und wie immer, hier links gebe ich euch weitere empfehlenswerte Videos. Also, mach's gut in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao!